Hello, everybody out there, and a hearty welcome to our weekly Taroscope, right? Na ja, von mir aus. Ja, ihr wundert euch vielleicht über diese Begrüßung, aber wie ihr vielleicht mitbekommt, sind wir tatsächlich mal wieder live. Und das liegt daran, dass wir im wunderschönen London sind. Ohne Big Ben. Ohne Big Ben, ist der nicht mehr da? Nein, eingerüstet. Okay, das werden wir noch feststellen. Während wir dieses Video aufnehmen, sind wir natürlich noch nicht dort. Und wir hoffen, dass bei direktläufigem Merkur das wirklich gut läuft mit der Reise. Wir haben schon einige schreckliche Reisen nach London erlebt. Aber wir fliegen ja mit Lufthansa. Von daher, wenn wir hier mit euch am Sonntag dieses Video schauen, da werden wir ganz entspannt irgendwo am Trafalgar Square sitzen. In einem Pub. Irgendwas Nettes machen, genau. Und ja, wir hoffen sehr, dass ihr einschaltet und mit uns durch den Tierkreis wandert, wie das so üblich ist. Ja, doch bevor wir das tun, sorry, mein Husten ist leider immer noch nicht weg. Bevor wir das tun, schauen wir uns einerseits den Spirit Guide an, der hier schon bereit liegt, wie ihr seht. Und auf der anderen Seite erzähle ich euch etwas zur Astrologie. Das kann ich heute wieder kurz machen. Heute, nach diesem Video um 22.55 Uhr, haben wir Widder Vollmond. Das ist natürlich ein guter Startschuss, um Dinge neu zu beginnen. Vor allem interessant für alle Feuerzeichen, insbesondere den Widder, aber auch für die Waage. Aber prinzipiell ist der Widder-Neumond sozusagen der erste Neumond des Tierkreiszykluses und daher auch immer wirklich interessant für alle Tierkreiszeichen. Dann haben wir am 11., das ist der Dienstag, noch das große Ereignis, dass Merkur wieder in die Waage eintritt. Ihr erinnert euch, er war rückläufig, ist in die Jungfrau zurückgewandert und jetzt kommt er nochmal zur Waage zurück. Und für euch, liebe Wagen, bedeutet das, dass alles, was ihr angepackt habt, als Merkur in die Waage das erste Mal dieses Jahr ging, jetzt nochmal auf den Tisch kommt. Und vielleicht klappt es jetzt besser als zuvor. Am 12.10., das könnte nochmal ganz interessant sein, haben wir ein Mars-Neptun-Quadrat und ja, das ist so ein bisschen was, wo Träume zerplatzen können, wo ja, Sehnsüchte irgendwie nicht so mehr so funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat. Wenn an diesem Tag für euch irgendetwas passiert, das gilt vor allem für Fische und Zwillinge, aber wenn da etwas passiert, wo ihr merkt, ach, gut, dieses ist nun doch eine Illusion, das lasse ich jetzt los, dann handelt ihr genau richtig. Und ansonsten ist astrologisch gesehen nicht so viel los in der kommenden Woche. Und daher beginnen wir jetzt gleich durch den Tierkreis zu reisen. Es handelt sich jetzt um die Woche vom 10. bis zum 16. Oktober. Und lieber Roy, du hast ja schon einen Spirit Guide bereitgelegt. Ja. Und du fragst dich vielleicht, warum ich dir diesen Spirit Guide gegeben habe. Tust du nicht? Nein, ich frage mich nicht, warum dieser Spirit Guide gegeben wurde, weil ich immer weiß, dass du dir dabei was gedacht hast. Ganz genau. Ich habe mich entschlossen, dass wir heute mit den Aura-Soma-Karten den Spirit Guide ziehen. Ich habe aber auch noch beschlossen, dass ich jetzt noch mein Handy leise stellen werde, was nie eigentlich laut ist. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das an ist. Egal. Damit du es jetzt ausschalten kannst. Ganz genau. Und ja, ich verbinde diese Aura-Soma-Karten ganz stark mit England, das weißt du vielleicht nicht, aber eines der ersten Dinge, die ich getan habe, als ich mich dafür entschieden habe, mit Spiritualität mehr anzufangen, als nur mal so ein bisschen Karten zu legen, war, dass als ich in London gelebt habe, ihr wisst ja, ich habe ein paar Jahre in England gelebt, dass ich da einen Kristallkurs belegt habe und mit Kristallen meditiert habe und B, eine Aura-Soma-Ausbildung gemacht habe. Habe ich dir das erzählt? Nein, aber ich weiß es trotzdem, denn ich kenne deinen Lebenslauf. Na, stimmt, da habe ich das reingeschrieben, hast recht. Und ich kenne deine Zertifikate. Da hast du recht.
Jedenfalls habe ich eine Aurasoma-Ausbildung gemacht und erinnere mich da noch gut dran. Ich war nicht gut drauf in dieser Zeit und ich habe eine schöne knallbunte Flasche mir ausgesucht und habe dann festgestellt, dass das die sofort Dramaschockkarte, Dramaschockflasche war, die ungefähr dem Turm gleichzusetzen ist. Ich habe sie heute noch, sie steht bei uns im Badezimmer. Und vielleicht liegt es daran, dass das alles nicht immer so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir sehen hier auch gerade aus wie eine Aurasoma-Flasche, finde ich. Ja, ich Rot bin und oben. blau. Genau. Gut. Gut, die Vorlage habe ich dir leider gegeben. Aber bevor wir jetzt hier uns weiter und uns um Kopf und Kragen reden, lieber Roy. Wir? Enthülle doch mal bitte den Spirit Guide der aktuellen Woche. Oh. Wir müssen die leicht drehen, denn die sind andersrum gedruckt und die Karte, die mir zugefallen ist, heißt Ernte. Ernte, ja, ihr seht schon, es ist gelb in gelb. Ja, also, ich halte sie mal ein bisschen höher, damit man sie auch besser lesen kann. Ja, und ins Licht eintreten. Ja, wir haben jetzt ja unsere Erntephase dann alle auch durch und mein aufgenommenes Wissen wird zum inneren Wissen. Ja, und dann unten steht noch, Spontanität gesellt sich zur Freude. Also das passt ja wunderbar zusammen. Neunter Kelche ist die Tarotkarte dazu. Und du erzählst vielleicht noch etwas Kabbalistisches da vom den. Ja, daneben seht ihr auch den Baum des Lebens. Ich kenne diese Karten nicht besonders gut. Sie liegen bei uns schon seit Ewigkeiten im Schrank. Sie ist offensichtlich Yesod zugeordnet. Yesod ist die Sphäre des Mondes. Die Verbindung, die wir Menschen als erstes haben, wenn wir nach oben streben. Also wir sitzen ja ganz unten in der untersten Sephira in Malkut. Und wir haben die Möglichkeit des Aufstiegs besonders gut, wenn wir über Yesod gehen, den Mond, wenn wir also zum Beispiel auch den Mond betrachten, fällt mir jetzt der Neumond in Widder ein, den wir ja nicht sehen, aber hat es was von, dass der Mond wichtig ist in der kommenden Woche. Gelb ist ja auch so eine Solarplexus-Energie, die verbinde ich jetzt nicht unbedingt mit Widder, aber mit Feuertemperament, Und auch. Sonnentemperament, Durchsetzung. Ja, also. Es ist eine Karte der Lebensfreude, finde ich, und des Attacke los. Neun Genau. der Kelche, Karte der Freude, Mars in Fischen, also eine interessante Ja. Karte. Mars in Fischen passt natürlich auch gut zu dem Mars-Neptun-Quadrat, Mars und Neptun-Fische-Energie. Also mal sehen, was uns diese Woche bringt. Es ist jedenfalls kein schlechter Start, wie ich finde. Ja. Und für alle da draußen, die Ahnung von Aurasoma haben, können natürlich auch noch mal was jetzt in die Kommentare schreiben, ob ihr noch irgendwelche Ideen zu dieser Karte habt. Genau, und damit wir auch das noch abschließen, es handelt sich dabei um die Flasche 42. Die Flasche 42. Wer wohnt in der Flasche? 42. Okay, auch das ist eine andere Geschichte. Und wir gehen jetzt endlich in das Wochenhoroskop, Ganz genau. Kirsten. Nimmst du mal den Spirit Guide Ja, weg, der bitte? kommt jetzt weg. Ja, also England, ne? Was sollte man da anderes nehmen als das Shakespeare-Tarot? Ich kann Das es nicht sieht's nicht. besonders gut sehen, genau. Aber hier sieht man's. Von Luigi Scapini. Luigi. Und es ist ein meiner Ansicht nach vergriffenes Deck. Wir haben es auch noch nicht so oft benutzt. Es hat eher Sammlerwert für uns, als dass wir damit arbeiten. Von der Größe der Karten her erinnert es sehr an das Visconti-Deck, ne, das auch immer oft in dieser Größe abgedruckt wird. Die Rückseite ist eher düster, dunkel, in Grüntönen gehalten. Ja, und Es wird ja immer darüber spekuliert, ob Shakespeare vielleicht Tarotkarten kannte. Möglich wäre es. Wir wissen, seit Mitte des 15. Jahrhunderts gibt es Tarotkarten. Shakespeare hat ja dann doch noch etwas später gelebt, 100 Jahre fast später. Und wir sehen in seinen Arbeiten auch oft
astrologische Verbindungen. Also es könnte gut sein, dass er sich auch mit Tarot beschäftigt hat. Aber dieses Deck ist natürlich nicht von Shakespeare, sondern es bringt Shakespeare-Motive in die Karten. Wir werden jetzt nicht alle Shakespeare-Motive erkennen, weil wir das ja auch spontan machen. Aber vielleicht habt ihr Ideen und Assoziationen und man kann sich ja auch die ganze Woche über noch damit beschäftigen. Ja, und sich die Shakespeare-Dramen anschauen. Ganz genau. Das wäre auch eine Idee. Das Drama, das ihr bekommt, das müsst ihr lesen. Oder euch anschauen. Ja, das heißt, ja, und es ist auch ganz schön, denn es gibt dann, man kann das Italienisch lesen oder man kann es um 180 Grad drehen und dann ist es Englisch. Mhm. Und ja. Und kleine dann Bedeutungen gibt es auch. Kleine immer. Beschreibungen und eben auf Italienisch, aber dafür muss man es halt wieder zurückdrehen. Ja, und da ist auch über Luigi Scapiani etwas geschrieben. Sehr schön. Ja, dann lass uns doch einfach starten. Ja. Und ich mache das wie üblich, indem ich mit dem Widder beginne. Oh, schön. Lieber Widder, du bist einer der Stars der aktuellen Woche. Du hast jetzt um 22.55 Uhr, das ist gar nicht mehr so lange hin, einen Neumond. Und Neumond für dich heißt, dass du Sachen jetzt neu anstößt. Neujahr hin, Neujahr her, jetzt ist deine Zeit, um Energie loszutreten. Und da Mars noch immer direktläufig durch die Zwillinge läuft, hast du da auch eine richtig gute Vorlage. Es könnte für dich ein bisschen schwierig werden am 12., wenn wir das Mars-Neptun-Quadrat haben. Davon bist du auch betroffen als Kind des Marses. Ja, vielleicht ist das ein Tag, um zu überprüfen, ob das, was du jetzt anstößt, auch richtig gut ist, aber angestoßen werden sollte es jetzt. Und Roy wird uns gleich verraten, was die Karten dazu zu sagen haben. Und hier sind für alle Wiedergeborenen die Karte. Oh. Also das Drama kenne ich. Ja, und das heißt? Romeo und Julia. Jo. The Lovers, also die Liebenden. Und naja, es ist halt wie auch auf den Karten, die wir von den Wade Smith Tarot kennen. Ja? Also Julia hat nicht Romeo im Visier oder doch vielleicht und umgekehrt. Also man müsste da das dann schon ein bisschen genauer haben. Ne? Schauen Sie sich wirklich an. Ja, doch. Ne? Und wir haben nicht ganz Klarheit, ob da nicht ein Hörnchen ist bei dem Priester. Links und rechts haben wir noch so diese beiden Gestalten. Also na, es ist halt dann doch schon ein bisschen so eine Herzschmerzgeschichte, wie man es aus den besseren Theaterstücken kennt, ne, wo dann eben Dinge produziert werden, damit die Zuschauer am Ende klatschen und Juhu schreien. Für die Wiedergeborenen ist es deswegen wichtig, weil ihr schwimmt jetzt schon die längste Zeit auf einer positiven Kartenlinie, also die letzten beiden Karten, die wir gezogen haben für die Widers, waren auch nicht von schlechten Eltern. Und es scheint weiterzugehen in der Genusssucht dieses Vollmonds. Und dafür gratulieren wir den Wiedergeborenen. Der Mars läuft ja durch das Zeichen der Zwillinge, euer Herrscher. Und die Zwillinge sind den Liebenden zugeordnet. Es ist für mich auch nochmal ein Hinweis, diese Karte, was ja das ganze Jahr Thema über ist. Wir sind in einem Sechserjahr, sich mit den richtigen Menschen zu verbinden. Mhm. Romeo und Julia sind ja dafür berühmt, nicht nur, dass sie star-crossed lovers sind, also Hals über Kopf sich ineinander verliebt haben, sondern dass ihre Liebe auch zwei verfeindete Familien zusammenbringt nach ihrem Tod. Mhm. Das ist ein Thema, was uns in der Gesellschaft gerade sehr beschäftigt. Mhm. Wie bekommen wir feindliche Lager wieder zusammen? Und da könntet ihr mit eurer direkten, aber eigentlich auch immer jovialen oder sagen wir mal nicht unfreundlichen Art, naja, das muss ich jetzt nochmal überdenken, aber auf jeden Fall könntet ihr dazu vielleicht euren Beitrag leisten. Ja, vielleicht kann man eben durch diese Geschwindigkeit, die dem Widder ja auch zugeschrieben wird, halt vielleicht das eine oder andere dann überbrücken, weil die dann schneller sind als wir die anderen. Ja. Dies, liebe Wiedergeborenen, waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Also irgendwie spinnt dieses schon wieder das Tierkreiszeichen-Ding. Macht mich irre.
gut. Aber ich schaffe das. Ich bleibe ruhig und gelassen. Machst du? Priyanka. Okay. Genau. So, als nächstes kommt der Stier an die Reihe. Und für euch Stiere da draußen ist nichts gerade so wahnsinnig wichtig. Uranus läuft weiter durch euer Zeichen. Die Venus hat es sich in der Waage gemütlich gemacht. Die bekommt vielleicht jetzt noch ein paar Impulse, eure Herrscherin, dadurch, dass Merkur am 11. in die Waage auch geht. Das gibt euch vielleicht noch mal ein bisschen mehr Energie, um euch besser auszudrücken, beziehungsweise Menschen klar zu machen, was ihr wirklich von ihnen wollt. Aber ansonsten am astrologischen Horizont keine so großen Veränderungen. Wie sieht es mit der Kartenerzählung aus? Ja, liebe Stiergeborene, da haben wir es. Die Sonne. Und wenn ihr euch erinnert an die letzten beiden Wochen, da war es ein bisschen ja, verschattet, hätte man Besseres den Stieren gewünscht. Aber mit der Sonne sieht man schon auch diese Liebe, diese Freude, diese, ja, wir gehen jetzt in den Prozess rein, dass wir uns erlauben, freudig und sonnig zu sein. Und was sagt denn das Begleitbüchlein? Ich habe leider gerade das Italienische aufgeschlagen. Also ich entsinne mich, dass wir letztes Mal, das war gar nicht so schlecht, wir hatten nämlich die Herrscherin für den Widder und den Herrscher für den Stier. Und ja, das finde ich jetzt wichtig, weil, wenn ich das hier richtig sehe, ist das auch wieder Romeo und Julia. Ja, aber in einer anderen Position. Die Balkonszene, also nicht die Balkonszene, sondern nach der ersten Liebesnacht. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Ist nicht die Lerche? Hier. Nicht die Lerche. Es war nicht die Lerche. Und deswegen ist es eine etwas traurige Sonne, weil ja, sie haben konsumiert, was es zu konsumieren gab, aber Romeo muss jetzt ja die Stadt verlassen. Er ist ja verwiesen worden der Stadt und es ist das letzte Mal, dass sich die beiden sehen. Danach werden sie sich nie wieder sehen, nach diesem Moment. Warum traurig? Ja, aber es bringt noch mal einen interessanten Aspekt für die Sonne an sich, finde ich, ne? Dass das der Höhepunkt einer Geschichte ist. Nach einem Höhepunkt geht es dann langsam bergab. War es ein Höhepunkt? Natürlich war das. Woher weißt du das? Okay, gut. Wenn Kirsten sagt, es war ein Höhepunkt, dann, liebe Stiergeborenen, waren das die Worte für euch. Nein, du hast noch gar keine Worte gesagt, was die Sonne bedeutet, prinzipiell. Also so geht es ja dann auch wieder nicht. Gut, also, wollte ja was sagen, aber da kam der Höhepunkt dazwischen. Wenn in der letzten Woche euch der Herrscher begleitet hat, so werden es die kommenden Tage die Sonne sein. Und ihr wisst ja, der Herrscher strukturiert. Aber eigentlich, der Abschluss dieses Zyklus ist die Sonne. Was danach kommt, ist eigentlich nur mehr Zugabe, Applaus für die Handelnden, wenn man nach dramaturgischen Gesetzen geht. Und hier haben wir den Höhepunkt. Ja, das kennt jeder, ne? Wo sich beide küssen müssen und dann ist Schluss eigentlich mit Leben und Freude. Und darum hier die Sonne, die nicht gelb ist, sondern blutrot. Und auch schon andeutet, welche Energien sie entfachen kann, die negativ sind. Und darum sollte man auch aufpassen, was auch schon Icarus nicht gemacht hat. Der ist nämlich auch der Sonne zu nahe gekommen und hat sich auch nicht schlussendlich gut entwickelt. Darum, liebe Stiergeborene, passt dem auf, wenn er der Sonne näher kommt. Da bei euch gerade auch der aufsteigende Mondknoten ist in eurem Zeichen nahe Uranus, habt ihr ja das Thema Beruf, Berufung ziemlich stark gerade. Könnte auch ein Thema sein, ne? Dass man halt so hohe Ziele hat. Und mit hohen Zielen gibt es auch immer ein paar Risiken. Und die Gefahr, dass man fällt. Ne? Ja, das ist mal ein ganz neuer Hinweis für die Sonne, finde ich. Gefällt mir gut, finde ich interessant. Und mit diesen Worten von Kirsten, aber auch von Ruhe, wünschen wir alle Stiergeborenen eine schöne Woche. Sehr schön. Das ist immer schön, wenn du sehr schön sagst, wenn ich was sage. Nun kommen die Zwillinge an die Reihe. Genau. Und für euch, liebe Zwillinge, auch nicht eine, na doch, für euch gibt es eine große Veränderung. Abgesehen davon, dass Mars im
eurem Zeichen ist, noch nicht rückläufig, auch diese Woche noch direkt, ist ja gerade viel in der Waage los. Die Sonne ist dort, Venus ist dort und am 11. geht auch noch euer Herrscher in die Waage. Das fühlt sich gut an für euch, denn die Waage ist ein Luftzeichen, wie ihr das auch seid. Das ist eine angenehme Bestrahlung Merkurs auf euer Zeichen. Eine flirtige Konstellation, eine Konstellation, die sagt, ich kann jetzt gut verkaufen, mich gut inszenieren, in welcher Form auch immer. Und von daher viel Spaß in der kommenden Woche. Ich bin gespannt, ob Roy das auch so sieht. Das ist die 8 der Münzen. Ja. Ach, das ist ja gut. Sehr gut. Ja. Und cool dargestellt. Ja, wir haben da fast einen Lebensbaum. Kabbalistischen, es fehlt ein bisschen was. Mhm. Aber eigentlich ist er schon am Bauen. Ne? Die sind schon da in der Position, dass sie was erschaffen. Und können somit auch den Hinweis geben, dass es wichtig ist, dass man sich den 8 stellt. Ne, wir kennen das ja auch von Wade Smith, wo der Meister sitzt und die Münzen prägt. Und hier sind auch die Münzen wichtig, denn an den strategisch wichtigen Stellen braucht es zur Verstärkung dieses Gerüsts eine Münze. Und die sind sehr schön dargestellt in der Form dieses aufsteigenden Prozesses. Kirsten, was hast denn du im Buch? Also es geht hier um ein Gerüst, das in einer Kirche ist und er hat sich da unten selbst reingemalt, der Künstler, der Luigi. Und das ist die Kirche Cristo Divino Lavoratore und er sitzt am Boden dieser Kirche, er schaut nach oben und schaut auf das, was noch das Letzte ist, was zu erledigen ist. Er sagt, er spielt hier auf die Kabbala an, das hast du richtig erkannt, aber er hat die letzten Sephirot nicht gefüllt, sondern stattdessen eine Taube dahin gesetzt, als Symbol des Heiligen Geistes oder der Christusenergie. Also wenn wir die 8 der Münzen nehmen, eine Merkurkarte, stimmt, ich ist Jungfrau, Sonne in Jungfrau, als ein sich selbst das eigene Talent schulen, Meisterschaft des Talentes, dann wird hier ja auch gerade an der Meisterschaft gearbeitet und wir haben diese göttliche Inspiration dazu. Ja, habe ich ja vorher gesagt, das ist der Meisterschaft an den Münzen. Ja, sehr schöne Karte, gefällt mir gut. Ich finde es auch mit diesen Leitern lustig, ja, spannend, dieses Schlangen- und Leitern-Spiel, was wir früher gespielt haben. Ja. Ja, das ist eine sehr produktive, kreative Karte, wie ich finde. Ja, und ich denke, das wird allen Zwillingsgeborenen gerecht. Ja. Dies waren unsere Worte für alle im Tierkreiszeichen Zwillinggeborenen. Sehr schön. Ich sage das jetzt nicht mehr. Nein. Ich lobe. Das ja, als nächstes kommt der Krebs an die Reihe. Liebe Krebse, für euch ist es natürlich interessant, dass wir nachher in wenigen Stunden einen Neumond haben. Neumond, das heißt für euch ein Gefühl von Neuanfang ganz besonderer Art, denn alle Neumonde haben immer mit euch zu tun und ihr tut gut daran, euch jetzt nachher kurz vor dem Schlafengehen eine Zeit zu nehmen für eine Meditation, um gut in diese Widderperiode des Mondes zu starten. Ansonsten no news für euch. Heute ist einfach ein guter Tag für euch, um mal nachzuspüren, was es jetzt an Neuigkeiten für euch gibt. Und Roy wird uns jetzt zeigen, was die Karten für euch bereithalten in der kommenden Woche. Roy. Ja gut, die ist nicht aus Shakespeare. Nee, die ist aus Tarot. Die ist aus Tarot. Die Herrscherin. Genau. Und die Herrscherin zeigt uns schon, wie großartig sie gemalt ist. Ich gebe sie mal ein bisschen höher, damit ihr das besser seht. Ne? Also die hat da eine Sternenkrone und dahinter hat es ein Rosentor und die Lilien sind auch vorhanden. Also sie zeigt da wirklich alles und sie hat auch da noch ihr Wappen mit dem Adler, gehe ich mal an, und sie hat auch den Mond. Steht auf der Mondsichel, genau.
Also es ist natürlich Elisabeth die Erste. Das ist Keine das, Frage. soweit ich weiß, ist das das Gemälde, das zu ihrer Krönung gemalt wurde mit den offenen Haaren. Und sie ist da sehr hübsch dargestellt, finde ich. Und diese Herrscherin hat natürlich auch etwas hohe Priesterinnenhaftes durch diese Mondthematik. Und das passt ja wiederum dazu, dass sie sich als Jungfrau inszeniert hat ihr Leben lang. Und dass wir einen Neumond haben. Vielleicht geht es für euch dann auch um Weiblichkeit, die Art und Weise, wie ihr euch, wie ihr eure weibliche Seite entwickelt in der kommenden Woche, wäre noch eine Idee, die ich hätte. Ja, ich möchte nur darauf hinweisen, ne, sie ist trotz aller Herrscherlichkeit barfuß. Nackig. Ne? Da drunter. Ja. Das ist ein schönes Deck, gefällt mir. Ist ein sind kleines Täuschchen, das ist der Adler. Das ist der Adler. Sind da Fischlein? Ja, sieht so aus. Ne? Also sind halt alles Gaben der Natur. Ja. Ja. Kraft, liebe Krebse, Kraft, weibliche Kraft, aber vergesst nie, dass die weibliche Kraft auch immer mit dem Mond in Eingang steht. Denn der Mond gibt erst dieser Weiblichkeit diese Power, die man ihr zuschreibt und die sie schlussendlich auch auszeichnet. Sehr schön. Noch irgendwas von dir anzumerken? Dann, liebe Krebsgeborenen, waren dies unsere Worte für all die in diesem Tierkreiszeichen Geborenen. Ja. Wolltest du noch was sagen? Ich habe es sehr schön gehört. Als nächstes kommt der Löwe an die Reihe. Und der Löwe ist natürlich auch von diesem Neumond heute Abend betroffen oder wird durch ihn stimuliert. Für euch, liebe Löwen, ist das ein toller Neumond, denn wie gesagt, Feuerneumond, das bedeutet für euch viel Energie, viel Tatkraft. Nicht ganz so intensiv wie für die Widder, aber dadurch vielleicht auch ein bisschen angenehmer, nicht so drängend, wie es für die Widder sein kann. Und ansonsten habt ihr nicht so viele Dinge, die gerade passieren für euch. Also auch ihr nehmt euch heute Abend nochmal Zeit und spürt diesen Neumond nach. Das wird interessant für euch. Roy zeigt uns jetzt die Karte dazu. Cavallo di Dan... Ja, der Münzen? Der Münzen, genau. Mhm. Der Cavallo, ne? Ritter der Coin... Oder der Münzen, hat in der Hand sein Pferd. Und ich habe jetzt letzte Woche ja gelernt, da gibt es unterschiedliche Tendenzen, wie man da tänzeln kann. Ich warte immer noch auf die Nachrichten, wie man das, wie das auch heißt, wenn das Pferd sich so bewegt. Aber ich habe das bei den Ritter bei Wade gelernt, dass es da unterschiedliche Gangarten gibt. Und der hat sich eigentlich schon weit gebracht, denn der reitet in der Nähe unseres biblischen Jerusalems. Ne? Nee, der reitet nach Padua, weil das ist Petruchio aus der widerspenstigen Zähmung. Und der reitet gerade Richtung Padua, um die Katharina zu zähmen. Und dadurch wird er ein ziemlich reicher Mann werden. Na, besser ist nach Padua geritten als nach Mantua. Hat er sie denn gezähmt? Ja, das hat er. Hat er sie bezähmt? Also... Wurde er ihr Mann? Wir können ja gerne mal uns den Film ansehen mit Richard Burton und Elizabeth Taylor. Ein 50er. Sehr berühmter Film mit dem... Ja, von Zeffirelli auch noch. No, also der ist wirklich schöner Film. Aber abgesehen davon ist es natürlich ein ziemlich frauenfeindliches Stück. Oh, dann schauen wir. Dann schauen wir. Ich weiß gar nicht, ob es so frauenfeindlich ist. Aber oder schicker Hut. Ne? Habt ihr das gesehen? Schicker Hut. Ja. Ne? Schicker Hut. Nein, also er, der reiche Kaufmann hat zwei Töchter. Bianca, die schöne Bianca, die alle Männer wollen. Und Katharina, die auch nicht hässlich ist, aber sie ist halt widerspenstig. Aber sie ist halt Katharina. Sie ne? hat Karte. Ihren eigenen Willen. Und das haben die, Karte die Pflicht ist aber, dass einer Katharina heiraten muss, bevor Bianca geheiratet werden kann. Ah, schau. Und dann kaufen quasi einige junge Männer den Petruchio und sagen, du kaufst ja, du, du heiratest jetzt die Katharina, damit wir anderen uns um die Bianca schlagen können. Und dafür geben wir dir Geld. Und er macht das dann.
Schlau. Ja. Schlau war er. Schlau, schlau. Schlau war und am Ende, er. Hat Geld bekommen und die Tante. Und am Ende hat er eine zahme Frau. Tja, das werden sie viele wünschen. Ja, liebe Löwen, ihr wisst, was ihr jetzt tun müsst. Ne? Ja, ihr Geld sollt nehmen. Nämlich nicht euch bezähmen lassen, sondern andere zähmen. Sondern Geld nehmen fürs Zähmen. Also war im Prinzip ein Dompteur. Man könnte das sagen. Das passt eigentlich ganz gut zum Löwen. Also, wo müsst ihr gerade Dompteur sein? Wo müsst ihr gerade mal etwas bezähmen, um ja. zum Erfolg zu finden? Das ist eine Frage, die ihr euch stellen könnt. Erfolgreich werdet. Ja. Erfolgreich werdet. Ja. In diesem Sinne, macht euch Gedanken, liebe Löwegeborenen. Das wäre vielleicht mit eine Aufgabe für die kommenden Tage. Yes. Gut. Ja, nur gut. Ich war großartig gerade. Du auch, mein Schatz. Echt? War ich sehr gut? Ja, war toll. War sehr gut. Jetzt kommen die Jungfrauen an die Reihe. Ja, für euch, liebe Jungfrauen. Auch interessant, Merkur wechselt wieder das Zeichen. Im Augenblick ist er ja noch bei euch, aber am 11., am Dienstag, wird er aus euren Zeichen hinausgehen, in die Waage wechseln. Das ist für euch aber auch nicht unangenehm. Vielleicht nutzt ihr jetzt noch den Montag, um irgendwelche wichtigen Verträge abzuschließen oder ein wichtiges Gespräch zu führen. Aber auch in der Waage tut er euch nicht weh, der Merkur. Und ansonsten gibt es für euch keine großen Veränderungen. Rui wird uns zeigen, was die Karten für euch bereithalten. El Papa. Ja, wir sehen da schon, der Heilige Vater, ne, hat... Wahrscheinlich Maß für Maß. Maß für, okay. Der Heilige Vater hat natürlich seine Schäfchen um sich versammelt. Er ist ja der höchste Repräsentant der westlichen Kirche. Ja? Er hat ja da in dem Sinn ja auch eine repräsentative Aufgabe. Und er ist ja eigentlich der Stellvertreter Christi auf Erden und somit hat er auch da einige andere Aufgaben. Man sieht schon auf seinem, auf seiner Stola, die er da trägt, oder ich habe jetzt vergessen, wie dieses Teil des Messgewandes heißt, irgendwas mit B. Das weiß ich auch nicht. Sieht man die Schlüssel, also schon der Hinweis, dass er da der Petrus oder der Schlüsselgewalt über hat. Und man sieht auch die betenden Weltvereinigung. Und jetzt wäre es vielleicht schön, wenn da es ein Shakespeare... Nein, es sind nicht die betenden Weltvereinigungen. Es soll der Papst tatsächlich sein, der halt in der Renaissance eine große Rolle gespielt hat. Und unten werden die sieben Todsünden abgearbeitet. Oder sagen wir so, sie werden anhand von Figuren dargestellt aus Shakespeare-Stücken, die von der Sündhaftigkeit zur Tugendhaftigkeit sich entwickeln sollen. Also zur Kardinalstugend gehen, ne? Ja, genau. Also wir haben den Violetten, das ist Shylock, der Saturn darstellt, also Shylock aus dem Kaufmann von Venedig. Dann haben wir, Avarice ist nicht Neid, sondern wenn man nicht... Missgunst, sowas in der Art steht. Heißt die Kardinalssünde. Ist das so? Okay. Missgunst, dann haben wir, genau. Die rote ist die Lady Macbeth, die für Mars steht, und Wut oder Wrath, also der weiße ist Hamlet, der mit dem Mond verbunden ist und für Trägheit steht, Schloss. Ja, ich übersetze es jetzt nur. Ja. So. Othello ist in Orange und Gelb repräsentiert die Sonne und Stolz. Iago ist Silber und Purple, also ja, so Pink-Violett ist Merkur und Neid. Avarice ist Gier, genau, jetzt habe ich es, Gier. Und Grün ist Kleopatra, Venus. Und Triebhaftigkeit oder der Papst auch nicht, das, der fette Blaue ist Falstaff, Jupiter und
Wie heißt es, wenn man Gluttony, ich kann die Dinger nur auf Englisch, wenn man zu viel frisst, ist Ja, Gefräßigkeit. Gefräßigkeit oder Gier. eine Gier ist Greed. Und okay, also die sieben Todsünden, ihr seht, wir müssen die nochmal wiederholen, wir beide. Wir haben sie Muss nicht ich parat. nicht, weil ich bin protestantisch aufgewachsen. Bei uns gab es das nicht. Wir haben auch nie beichten müssen, weil wir haben ja nichts Aber die angestellt. sieben Todsünden, die Gefräßigkeit habe ich noch nicht gehört bei den sieben Ja, aber Todsünden. bist du kein Katholiker? Gut, Ist keine also ihr katholische. werdet euch selbst die sieben Todsünden zusammenbasteln. Wir Ka machen einfach weiter. Also es sind ja nicht die sieben Todsünden, sondern es sind die Kardinals Missgunst oder Zeug gehabt. Egal, für uns, ja, wir sind da fein raus, ne? Wir sind ja in keiner Kirche. Aber wir gehen zurück zur Jungfrau. Und hier haben wir es eben mit dem Hohepriester zu tun, der uns ja aber auch durch Austausch hin oder es durch den durch die Kommunikation es schafft hinzukommen, weg von unserer Ungenügsamkeit oder von unseren fehlenden Anlagen hin zum Wohlwollen Positiven. Ja, und vielleicht die Jungfrau hat ja viel mit Tugendhaftigkeit zu tun, mit Hygiene, mit seinem Körper pflegen und so weiter. Ein Hinweis darauf, dass ihr da ein bisschen an euch arbeiten könnt in der kommenden Woche, etwas an euch noch zu perfektionieren, obwohl ihr natürlich sowieso perfekt seid. Das wäre eine Aber Idee. irgendwas geht immer. Und in diesem Sinne, liebe Jungfrau Geborenen, dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Ganz genau. Gut. Und jetzt kommt was? Jetzt trinken wir einen Schluck, ganz genau. Cheers. Aus der schönen Tasse, ne, für Fische. Ne. Neue bekommen, der brave Roher. Steht die Waage schon da? Die sollte natürlich noch nicht dastehen. Aber ist egal, ich lasse die jetzt mal so stehen, sonst gibt es ein Problem. Ja, nichts weiter, was wir groß zu berichten haben, ne? Wir machen einfach weiter, würde ich vorschlagen. Ja, ich nehm die schon mal weg. Und damit sind wir bei der Waage angelangt. Und für euch, liebe Waagen, ihr habt ja immer noch Geburtstag. Happy Birthday. Ist es Auch von interessant, mir. dass außer Sonne und Venus, die ja schon seit einiger Zeit jetzt in eurem Zeichen sind, auch noch Merkur am 11.10. kommt in euer Zeichen? Ja, für euch bedeutet das, dass bei euch richtig viel los ist, dass auch ihr eine tolle Flirtkonstellation habt. Der Mars von den Zwillingen, der strahlt auch positiv auf euch ab. Und natürlich ist für euch auch heute Abend der Widder-Neumond wichtig, denn er findet in eurem Gegenzeichen statt. Ein guter Moment, um auch euch innerlich nochmal neu auszurichten und all diese Charmenergie, die gerade in eurem Zeichen arbeitet, für euch zu nutzen. Roy zeigt euch noch, wie ihr das am besten tut. Ja, und ihr habt natürlich nicht irgendwas bekommen, sondern ihr habt den Imperator bekommen, den König, den Kaiser, den Führer, den, der euch vorangeht. Wunderschön dargestellt. Das ist einer der mächtigsten Darstellungen, die ich so von dieser vier der großen Arkane mich so erinnere, wunderschön auf einem Widderthron und auch sehr schön, dass wir jetzt gerade bei den Geburtstagskindern dieser Phase, dieser heutigen Sendung, auch eben diese Karte haben mit den vier, mit der Kraft, mit der Mächtigkeit, dass man eben alles wahrnimmt und auch sozusagen die Führung übernimmt. Es soll Cäsar sein aus Julius Cäsar, Cäsar. in einer nicht so ganz römischen Darstellung, ne? Aber auf jeden Fall, Cäsar war ja einer der ganz großen Imperatoren dieser Welt, der ja, für vieles gefeiert wurde, aber auch nicht sehr gemocht wurde, unter anderem, weil er auch die Republik zerstört hat.
die eigentlich schon zerstört war. Ja, also es ist auf jeden Fall eine Karte der Macht, der Kraft und ich finde, das passt sehr gut zu eurer Geburtstagszeit. Spannend, dass der eigentlich auf Wasser sitzt, ne? Und Der sieht so aus, ne? Als so Räder. Als wie wenn da unten so Feuer produziert würde und das Wasser ihn wärmt. Ne? Ja. So wie diese römischen Thermen und Bäder, die es da so gab früher, ne? Bei den Römern. Ne? So, also, da gesehen, ja, der Herrscher für die Geburtstagskinder unserer momentanen Zeit. Ihr dürft euch ruhig auch in Hermelinmantel kleiden. Ihr dürft euch ruhig auch jetzt krönen, ne? Ist ja gerade auch in England immer so, dieses Hurra, wir haben einen König. Ja, und darum, liebe Waagegeborenen, Hossa. Gut, müsst noch was sagen. Ja, mit diesen Hossa-Worten. Denn dies waren unsere Worte für alle, die im Tierkreiszeichen Waage geboren sind. Damit sind wir beim Skorpion angelangt und für euch, liebe Skorpione, ja, ich mach's kurz, ist gerade wirklich keine große Veränderung. Ich kann jetzt astrologisch gar nicht groß etwas ableiten, außer dass vielleicht das Mars-Neptun-Quadrat am 12.10. auch für euch wichtiger ist als für andere Zeichen. Da geht es halt darum, nochmal zu reflektieren, die Dinge, die ich will, funktionieren die wirklich so, wie ich mir das vorstelle oder nicht. Aber ansonsten keine großen Veränderungen. Ich glaube, ich kann einfach mal Roy das Wort übergeben. Ich werde das Wort übernehmen. Yes. Und das umdrehen. Aha. Da. Vier der Kelche. Kirsten hat schon angedeutet, es ist relativ ruhig, es ist relativ ausgeglichen. Wir haben da die Chance als Skorpiongeborene, dass man da uns in unser Element zurückzieht. Man sieht das als, ja, scheiße, androgynes Wesen. Also, irgendwie so ein Wassermann-ähnliches Teil. Und man sieht so dieses kleine, putzelige Engelchen, das so auf diese vierte Kelchkarte guckt. So. Bedeutet was für den Skorpion? Na, erfreut euch wieder, geht mal wieder in euer Zeichen zurück, in die Kelche, in das Wasser und erlaubt euch, diese Vier zu leben. Denn Vier ist nichts anderes als wie die Herrscherenergie. Und diese Vier gibt euch auch die Kraft, weiter nicht nur zu forschen, sondern die Forschungsergebnisse dann auch nach außen zu poolen. Was sagt denn das Büchlein dazu? Das würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht konsultieren, weil bei den kleinen Arkana geht es nicht um Shakespeare-Sachen. Okay. Und ich finde die wunderschön dargestellt. Auch die Kelche sind so schön. Also da könnte man sich vorstellen, die möchte man auch so im Geschirrschrank stehen haben, um ab und an dort raus ein Schlücklein zu ziehen. Ich finde einfach, es ist eine niedliche Karte, die das, den Spirit der Vier der Kelche gut wiedergibt. Mhm. Und ich finde, du hast das schön beschrieben. Herzlichen Dank in diesem Sinne, alle Skorpiongeborenen. Dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Und damit sind wir beim Schützen. Liebe Schützen, für euch ist es interessant, dass der Neumond jetzt im Widder stattfindet nachher. Auch für euch ein guter Zeitpunkt, um zu meditieren, um euch neu auszurichten. Ansonsten auch bei euch keine Veränderungen. Die wichtigen Veränderungen kommen für euch erst Richtung Mitte Oktober. Wie wäre es, wenn du uns die Karte dafür zeigst? Aber sehr gerne, liebe Kirsten. Wir hatten hier gerade einen Glitch, deswegen habe ich gerade so geguckt, wie ich geguckt habe. Okay, Kirsten guckt, wie sie geguckt hat und jetzt guckt sie wieder. Kannst mal anders gucken? Nein, kannst du mal die Karte verraten? Ja, das ist die Regentin, die Dinari oder die Queen of Coins. Mhm. Ja, also wir sehen hier schon auf einer Bühne stehend eine sehr schöne Königin. Ich finde die sehr toll dargestellt. Ich zeige es euch ein bisschen besser, dann seht ihr den Hintergrund. Nämlich da haben wir noch andere Gestalten drinnen. Und zwar in einer
Münze. Ist das auch Julius? Nee, das, ich dachte das schon. Das ist aus A Winter's Tale. Und das ist Hermione. Das ist die Königin des eifersüchtigen Königs von Sizilien, die er ja, sehr übel behandelt. Und danach lässt er sich eine Statue von ihr bauen, weil er sie quasi tötet. Oder sie stirbt an Kummer, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist diese das ist die Statue, die er dann hat. Nein, das stimmt auch gar nicht, die hat er gar nicht. Er bekommt irgendwann eine Statue geschenkt. Auf jeden Fall trauert er 20 Jahre um sie. Und weiter erzähle ich es nicht, das wäre ja ein Spoiler. Auf jeden Fall ist es eine Statue, die da dargestellt wird. Und man sieht da einige Dinge auch noch im Hintergrund schön. Also das hat er sich ganz gut... Fische hat es da, schau, Fische. Wunderschöne Karte. In diesem Sinne, liebe Schützen. Ja, du musst noch erzählen, was die Königin. In diesem Sinne, liebe Schützen, genießt die nächsten Tage, denn sie könnten euch gewinnbringende Momente bereiten, die ihr aufgrund dieser wunderschönen Darstellung auch umsetzen könnt. Denn die Element Erde gibt es ja auch euch an, dass ihr wieder gewinnen könnt, indem ihr eure Münzen in die Erde bringt und dadurch ein Fortdauern von Gewinn jetzt produziert. Ja, ich überlege immer noch, was die Hermione mit der Königin der Münze zu tun hat, aber da muss ich einfach mal für mich selbst und nachdenken. In diesem Sinne, liebe Schützegeborenen, ist dies das Bild und unsere Worte habt ihr ja gerade gehört. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ja, sehr schön, Ure. Als nächstes kommt der Steinbock an die Reihe. Mal schauen, ob wir den Obersteinbock was Gutes tun. Und für euch, liebe Steinböcke, ja, auch für euch keine Neuigkeiten. Pluto ist jetzt wieder direkt seit letzter Woche. Das bringt bei euch Bewegung ins Spiel. Das ist aber auch schon etwas länger her jetzt wieder. Da solltet ihr euch wieder dran gewöhnt haben. Ansonsten, ja, ist nicht wirklich Bewegung, auch in den anderen Erdzeichen nicht. Von daher würden wir uns auch am besten gleich mal auf die Karte stürzen. Und da haben wir auch wieder eine Hofkarte. Den König der Wands. Der König der Stäbe. Ah, sieht man ja auch. Ja, man sieht hier diesen wunderschönen Regentenstab und liebe Steinböcke. Ne? Ihr habt ja aus der Höhe, ihr seid ja auch König der Berge genannt, und ihr könnt hier wunderschön eure Form repräsentieren. Wie das mit dem Repräsentieren geht und mit dem Wissen, zeigt uns der Rabe. Und wir sehen auch, dass dieser König sich einen wunderschönen Sonnenmantel übergeworfen hat und er somit nochmal repräsentiert, wie viel Macht er eigentlich hat. Es soll Othello sein. Ja, und genau. Und Othello ist natürlich einerseits ein sehr feuriger Kriegsherr, aber auf der anderen Seite halt einer, der dann auch sehr eifersüchtig halt reagiert auf eine Intrige. Von daher passt das ganz gut zum König der Stäbe, wie ich finde. Ja, und es ist auch eine wunderschöne Darstellung. Auch wieder mit sehr viel Zeichen im Hintergrund. Das könnte dieser Markuslöwe sein, den wir aus Venedig kennen. Goldener Thron, wie es halt für einen König der Stäbe sich gehört. Und der repräsentiert anständig und toll. Ja gut, für die Steinböcke könnte es bedeuten, dass ihr euch da ein bisschen zurücknehmen müsst, wenn Mars im Augenblick agiert, unter anderem Neptun in Konfrontation kommt und ihr vielleicht eben nicht auf Intrigen reinfallt oder aber euer Temperament im Zaum haltet. Das wäre etwas, was mir einfällt. Bist du wirklich sicher, dass sie es in Zaum halten sollen? Mir wäre eher so, sie sollen es nicht in Zaum halten. Sie sollen ihr Feuer rauszeigen. Sie sollen repräsentieren. Sie sollen, wann, wenn nicht jetzt, der Steinbock zeigen, dass er da diese Kraft hat. Also ich würde das eher so interpretieren. Ja, aber
halt nicht reinfallen auf Schmeicheleien, so gesehen, ja. Zum Beispiel ja. Etwas ist, worauf Feuer anspringt, ne? Sondern durchsehen. Wir haben ja gerade gelernt, die Todsünde von Othello war Stolz, ne? Also nicht sich... Aber er hat den Raben. Ja, er hat den Raben. Ihr macht daraus, was ihr möchtet. Ich sage einfach nur, was ich empfinde, wenn ich die Karte Bevor wir das abschließen, möchte ich darauf hinweisen, warum Kirsten hustet, ne, weil sie immer da vorne... Ja, warum huste ich nicht? Weil ich, ich habe bei der Frau Merkel und beim Herrn Sarrazin aufgepasst. Ich trage immer Pullover, ne, weil das hält warm. So, und mit diesem Hinweis, liebe Steinböcke, wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Das war nicht schön. Aber ehrlich. Als nächstes kommt der Wassermann an die Reihe. Und der Wassermann hat auch nicht so viele Neuigkeiten. Es ist vielleicht auch für euch interessant, dass Merkur in die Waage geht. Die Waage, ein Luftzeichen wie das eure. Auch für euch bedeutet das bessere Kommunikation, Flirtigkeit vielleicht auch. Und diese Mars-Neptun-Problematik oder das Quadrat zwischen den beiden, was ja auch durchaus nicht nur Probleme macht, sondern auch kreativ sein kann. Da könntet ihr vielleicht auch etwas von abbekommen, aber nicht so stark wie die Zwillinge oder die Fische. Von daher, ja, keine super großen Neuigkeiten für euch. Aber Roy wird uns mit den Karten zeigen, dass dem doch so ist. Ah ja. Liebe Wassermanngeborenen, die nächsten Tage geben euch die Chance und die Möglichkeit, närrisch zu sein. Mal zu zeigen, welche Kreativität ihr im Ausdruck habt als Narr. Und diese Karte gibt euch auch die Erlaubnis, rauszuspringen in die Fluten, die Füße zu strecken. Ihr könnt auch gut und gern euch mit dieser wunderschönen blauen Rose erfreuen. Ihr könnt da im Hintergrund mit eurem Wandersack, in dem all eure Dinge drinnen sind, noch spielerisch durch diese Windenergie gehen. Lasst es euch gut gehen. Seid ganz klar, dass ihr gerne dieser Narr seid, der sich auch mal um das Närrische kümmert. Also es gibt einige Theaterstücke von Shakespeare, wo ein Narr vorkommt. Eigentlich kommt in jedem Stück ein Narr vor, aber hier in dem Tarot soll es sich auf kein bestimmtes Tarotstück, Theaterstück beziehen, sondern es steht für die Seele, die durch den Sturm braust, um Abenteuer zu erleben. Und der Narr ist ja auch euch Wassermännern zugeordnet, von daher könnte das auch noch damit in Verbindung stehen. Also für euch gibt es eine Art Reset-Energie gerade. Macht was draus. Ja, und auch Aufbruchenergie. Ich erlaube mir alles zu tun. Ne? Mhm. Liebe Wassermanngeborenen, dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Yes. Sehr schön. Und damit sind wir bei den Fischen angelangt. Und liebe Fische, wir wissen, ihr habt euch gute Karten gewünscht. Ich bin gespannt, ob ihr sie bekommt. Ihr habt es schon gehört, für euch ist dieses Neptun-Mars-Quadrat am 12.10. interessant. Denn Neptun reist ja weiterhin durch unser Zeichen und wird ja jetzt von Mars getriggert. Kurz bevor Jupiter wieder in die Fische kommt, könnte die eine oder andere Illusion, der eine oder andere Traum zerplatzen. Das ist dann aber auch nicht schlecht, denn dann bringt uns Jupiter, wenn er denn wieder in die Fische geht, die richtigen, authentischen, die gut umzusetzenden Träume. Mehr erfahrt ihr von Roé, wenn er jetzt seine Karte zeigt. Ah. Ja, auf Wunsch aller Fischegeborenen haben wir hier das Rad des Glücks gezogen. Und man sieht schon, wichtig ist, dass man nicht stehen bleibt, sondern dass man diese Statik überwindet und sich zutraut, das Rad des Schicksals zu akzeptieren, anzunehmen, denn dies bleibt nie still. Das Rad des Schicksals gibt die Kraft und die Möglichkeit, rumzukommen, um auch zu fühlen, wie ist es denn, wenn ich einmal ins
negative Eintaucher. Ja, hier wird auf Cordelia angespielt, die ist in der Mitte des Rades. Cordelia, die einzige treue Tochter von King Lear, den wir anscheinend sowohl unten als auch oben sehen. Eine sehr traurige Geschichte. Die beiden anderen sind dann die beiden anderen Töchter, die sich ja ihrem Vater nicht so gut gegenüber verhalten. Und offensichtlich geht es darum, in Balance zu bleiben, auch angesichts schwieriger Umstände. Das ist eine Aufgabe, der wir uns auf jeden Fall jeden Tag aufs Neue stellen, wir Fische, oder? Wie siehst du das? Ja, und, definitiv. Und dieses Mars-Neptun-Quadrat könnte dazu einen entscheidenden Faktor leisten. Ja, definitiv, wenn man sich das anschaut, liebe Fischegeborenen, dann hat man wirklich so den Auftrag an diesem Bild, das dreht sich permanent, ne? durch die Personen, die da links und rechts dran halten. Das geht gar nicht, dass das einfach nur statisch wäre. Also von da gesehen dreht das schon. Wo ich immer ein bisschen zögere, ist, dass das Rad sich ja nicht nur nach oben dreht, sondern auch nach unten und darum eben auch die Möglichkeit darin hat, dass man Veränderungen bekommt, die man dann auch unbedingt umsetzen muss, auch wenn sie einem im ersten Moment nicht gefallen. Ja, damit sind wir am Ende unseres Taroskopes angelangt und wir müssen jetzt natürlich noch die Quintessenz errechnen. Ja, ich habe, ja, den kannst du mir gerne mal geben, bitte. Wir haben eine ziemlich harte Woche hinter uns. Vielleicht kriegt ihr das ein bisschen mit, dass wir heute nicht immer so ganz schnell sind wie sonst. Das liegt echt daran, dass wir wirklich sehr, sehr viel gerade machen und unterwegs sind. Bitte habt Nachsicht mit uns, wenn das heute nicht alles so ganz reibungslos lief. Wir möchten einfach, dass ihr jeden Sonntag um 19 Uhr euer Wochentaroskop bekommt. Dafür nehmen wir auch einiges auf uns und ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Nicht? Das hoffen wir, ja. Genau. So, jetzt rechnen wir das aus. Wir gingen los mit 6. Ja. Dann kam die Sonne mit 19 dazu. Ja, 25. Dann hatten wir die 8 der Münzen. 33. Danach kam die Herrscherin. 3. 36. Dann hatten wir 0 mit dem Cavallo. Dann kam der Bope mit 41. 5. Dann hatten wir den 45. Herrscher. Danach kamen die 4 Kelche. 49. Danach kam 0 mit der Königin. Dann kam der König und dann hatten wir noch den Narr und die Nummer 10. Damit sind wir bei 59, also bei der 14. Ne? Und die 14 passt, finde ich, schon mal sehr schön zu Shakespeare, in dessen Stücken es ja immer darum geht, dass Charaktere in Balance kommen müssen. Oder ja, halt ein zu viel haben und deswegen scheitern. Und ich habe hier die Karte gefunden, guck mal. Es ist die Ausgleichung, die Temperance. Ganz genau. Und ja, vielleicht für uns beide ein Hinweis, dass auch wir ein bisschen ausgeglichener werden sollten. Ja, halt ein bisschen vom Gas runtergehen sollten vielleicht. Auch das ist wieder Cordelia aus King Lear, die halt ihrem Vater in der höchsten Not Trost spendet. Ah ja. So wird sie dargestellt. Aber auf jeden Fall scheint es, wir hatten ja auch diese 7 Todsünden und so, darum zu gehen, in dieser Woche Mars zu halten. Vielleicht diese Mars-Neptun-Konstellation, die wir auch haben, der aufgeputschte Widder-Neumond, der gleich stattfinden wird. Also nicht uns so provozieren zu lassen, sondern in der Ruhe zu bleiben, Maß zu halten und zu schauen, dass wir im inneren Gleichgewicht sind. Ja. Da können wir nochmal auf den Spirit Guide zurückkommen, ne, der ja auch diese gelbe Energie hatte, also in unserer Solarplexus-Energie bleiben, fällt mir dazu ein.
unseren Willen zu leben und nicht den von anderen Menschen. Ganz genau. Und findest du das gut? Das finde ich genial. Das finde ich großartig. Gut, ihr Lieben. Und dies waren Kirstens Worte am Ende unserer Sendung. Ich wünsche euch alle eine schöne Zeit. Was möchtest du denn gerne noch sagen? Danke, dass ihr dabei wart. Danke, Kirsten, für die Technik und die Vorbereitung. Und euch da draußen möchte ich sagen, vergesst nie, uns zu liken, wenn ihr es nicht schon getan habt. Oder auch die Glocke anzuklicken, damit ihr nicht vergesst, wenn es uns gibt hier in der elektronischen Welt. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, schreibt uns eine E-Mail. Das gucken wir immer an. Da reagieren wir meistens darauf. Von meiner Seite her vielen Dank. Ja. Und never give up. Bis bald.